Servus, moin und ahoi, liebe Angelfreunde, herzlich willkommen bei MX Fishing Germany. Freunde, heute mal wieder ein Video von einem kleinen Fluss. Warum? Ganz einfach, Freunde, ich habe das Ganze schon sehr lange vernachlässigt und ich mache das unheimlich gerne, aber diesen Sommer und im Frühjahr war ich recht wenig an kleinen Flüssen. Ist so gekommen, komischerweise, das Wetter hat nicht so richtig gepasst, wir hatten viel Regen zwischendurch, wir hatten auch Tage, wo es wirklich viel Hitze war. Aber diesmal habe ich mir vorgenommen, wirklich mal wieder an diesem kleinen Fluss zu fischen. Es ist ein kleiner Ablauf von Neckar in Baden-Württemberg, ein kleiner Fluss, der nennt sich Kocher, befindet sich in Baden-Württemberg. Und ja, Freunde, heute probieren wir einfach irgendwas zu fangen. Es geht hier nicht um die Größe, es geht hier nicht um die Menge, sondern einfach mal einen schönen Tag hier an dem kleinen Fluss verbringen. Heute habe ich übrigens die Asura Diablo bis 7 Gramm dabei. Haufen verschiedene Köder, Spoons, Wobbler, Gummiköder, Spinner, alles was hier bei diesem kleinen Fluss gehen könnte. Ja, Freunde, mal wieder ein kleiner Fluss und das Ganze kann natürlich sehr viel Spaß machen. Also mein Hauptzielfisch ist hier meistens der Döbel und im Frühjahr die Forelle, aber wir probieren es einfach. Ja, mal gucken, was heute läuft. Ich zeige euch natürlich, was geht, also welche Köder funktionieren, meine ganzen Taktiken, wie ich jetzt vorgehe in so einem kleinen Fluss. Für den Anfang habe ich jetzt einen kleinen Spoon dran gemacht von 1,8 Gramm. Wir haben hier sehr viel Kraut, wir haben Niedrigwasser und ich habe schon ein paar Döbel schwimmen sehen, ein paar kleine Fische, ein paar mittelgroße Fische. Deswegen erstmal ein kleiner Spoon als so ein Anfangs-Starterköder, der mir vielleicht den einen oder anderen Fisch bringt. Schauen wir einfach. Und ein Spoon ist halt immer ein guter Suchköder, ja, sozusagen Searchbait, Suchköder, mit denen ich sehr viel Strecke machen kann, ich kann viele Plätze abwerfen, muss nur aufpassen wegen dem Kraut, ja, dass ich das Ganze nicht gleich ins Kraut jage, sondern einfach so leicht wie möglich fische an der Oberfläche. Und wir laufen die Strecke mal hoch und runter ab und probieren heute mal irgendwas zu fangen. Und der erste Mikrodübel ist im Kescher, Freunde. 5 Minuten am Angelplatz und wir haben ihn. Den Zielfisch. So ein Mikrodübel. Macht natürlich Spaß an der Ultralight-Technik. Aber es ist noch nicht die Größe, die man erwartet, natürlich. Aber Hauptsache Fisch, entschneidert. Jetzt machen wir weiter. Ja, Freunde, und so ein Platz ist natürlich recht gefährlich, was den Fang des Fisches angeht auch. Und nicht nur, dass ich die Köder richtig gut versenken kann hier in dem ganzen Gestrüpp und dem Kraut. Auch wenn hier ein Fisch beißt, ist es recht schwer, den dann richtig rauszubekommen. Ja. Weil das Problem ist hier, ja, da sind schon ein paar Nachläufer, da sind auch schon ein paar gute Döbel unterwegs, zwischen ja, 200, 300 Gramm. Ja, da war er. Auf jeden Fall ziemlich gefährlich, wenn hier einer einsteigt, den durchs Kraut zu bekommen. Deswegen fische ich jetzt richtig oberflächlich und was die Kleinen angeht, wird es noch irgendwie möglich sein, natürlich den rauszubekommen. Übers Kraut einfach geschleppt. Aber wenn jetzt ein großer Döbel beißt, von halben Kilo vielleicht oder ein Kilo Döbel, dann ist es natürlich schon fast eine Sache der Unmöglichkeit, wenn er sich sofort in diese Wasserlilien setzt. Deswegen nur noch ein paar Würfe hier. Sieht zwar schön aus, ich sehe auch viel Fisch, viel größere Fische, aber ich will es einfach nicht riskieren, ja, also dass ich jetzt einen Fisch versenke, der reißt mir dann ab und leidet dann mit dem abgerissenen Köder noch eine Weile. Obwohl ich Schonhaken drauf habe, also ich habe jetzt fast überall Schonhaken drauf. Einfach um den Fischen die Möglichkeit zu geben, eine Chance zu geben,
auch mal auszusteigen im Drill. Ich muss jetzt nicht jeden Fisch landen. Ja. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, es wäre auch nicht so schlimm. Ja, da ist jetzt ein richtig, richtig schöner Döbel schon mittlerweile, also so 200, 250 Gramm. Und der steht da richtig schön in diesen fadenartigen Pflanzen hier vorne. Da sind viele Döbel in diesem Fluss unterwegs, auf jeden Fall. Ich habe hier früher öfter mal gefischt. Ja, anscheinend hatte ich früher mehr Zeit zum Fischen einfach. Jetzt komme ich selten her und meistens passt irgendwas nicht. Also wenn man selten anreist, dann passt entweder das Wasser nicht, wie jetzt. Es ist ziemlich flach. Wir haben Ende August und ja, es war sehr, sehr viel Hitze, mehrere Wochen hintereinander Hitze und das Wasser ist natürlich super gefallen. Das Kraut ist aufgestiegen, ist sehr stark gewachsen im Vergleich zu früheren Jahren, sage ich mal, wo das Wasser noch in Ordnung war und überwiegend war das Wetter so die letzten Jahre zumindest, dass es ab und zu mal geregnet hat unter der Woche, dann hatten wir wieder schöne Tage im Sommer und das Wasser konnte sich natürlich halten, der Stand. Aber jetzt mittlerweile haben wir ziemlich lange Phasen mit Hitze und das Wasser fällt natürlich und das ganze Kraut kann hier aufsteigen bis zur Unmöglichkeit. Ja. Es ist zwar schön für die Fische, die haben viel Deckung, aber natürlich flaches, heißes Wasser bietet auch wenig Sauerstoff. Deswegen ist nicht optimal. Ja, aber so ist es halt. Deswegen müssen wir damit jetzt erstmal klarkommen. Wir wechseln jetzt mal die Stelle. Hier haben wir schon mal einen kleinen Mikrodübel gefangen. Ah, da kommt ja schon der nächste angeschwommen. Ja, ob er den Köder packt. Nö, er scheint sich da nicht so richtig drauf zu freuen, wo er richtig schön nachgelaufen ist. Ja, da muss man auch ein bisschen noch mit der Farbe spielen. Ich habe jetzt einen weißen. Ein weißer Spoon vorne und hinten ist da so leicht pink, das ist das Saw von Crazy Fish. So leicht pinke Rückseite und vorne weiß. Weiß läuft hier mal sehr gut. 1,8 Gramm, genau. Man könnte noch leichter fischen, dass ich die Präsentation noch stärker verzögere sozusagen. Aber man kann es auch bei dem Sonnenstrahlen, also bei der Einstrahlung auch mal mit etwas dunkleren Spoons probieren. Das machen wir jetzt gleich. Aber an einer neuen Stelle. Jo, Freunde, jetzt habe ich das schattige Plätzchen verlassen. Gucken wir uns mal an, was es hier noch Schönes gibt. Also es gibt hier an der Strecke nicht viele Plätze, wo man überhaupt ans Wasser kann. Deswegen ist zu empfehlen, irgendwelche Watthosen zu benutzen, zu verwenden. Wenn es natürlich einem möglich ist. Es ist viel, viel bequemer. Ah, die nächste Stelle wäre auch ziemlich zugewachsen. Dann suchen wir uns erstmal überhaupt eine Lücke, dass wir drankommen können. Und ja, ist nicht einfach, überhaupt offene Stellen zu finden an diesem Fluss, wo man drankommt. Deswegen eine Watthose in solchen Fällen optimal. Man muss nur darauf achten, dass man sozusagen die Fische nicht so arg verscheucht. Ja, wie ihr seht, hier auch ziemlich verkrautet, obwohl man könnte es vielleicht probieren und man muss auch ziemlich leise sein. Also wenn ihr Döbel fischen wollt, allgemein an so kleinen Flüssen, Bächen, nicht so hart auftreten, erstens, und auch probieren, ganz leise ans Wasser zu kommen. Also hier sind wieder ein paar Döbel unterwegs, die habe ich schon gesehen, ein paar kleinere, aber wir könnten mal probieren. Oh, da ist auch ein schöner wieder, 200 Gramm circa. Ich weiß, ihr seht es nicht, ich habe eine Polbrille auf. Ja, es wird schwierig sein, euch die zu zeigen. Am einfachsten wird es sein, wenn ich einen fange und euch dann präsentiere, oder? Also ich versuche auch immer etwas mehr Abstand, wenn es geht natürlich, zu halten. Einfach, damit ich die Fische nicht sofort verscheuche, wenn ich zu nah trete. Der Döbel sieht auch wie eine Forelle richtig, richtig gut vom Wasser aus ans Ufer. Deswegen probiert vielleicht hinter Deckungen irgendwo zu fischen.
dass ihr da steht. Zum Beispiel habe ich hier jetzt Büsche vor mir. Ist nicht so ganz bequem natürlich zum Werfen und Ausdrillen. Aber dadurch habt ihr natürlich mehr Fänge, weil ihr die Fische nicht sofort verscheucht. Selbst ein Plumpsen manchmal, wenn ihr Köder ins Wasser plumpst, verscheucht die Fische. Je nachdem, wie aktiv die sind natürlich. Aber manchmal verscheucht sie einfach alles, was ins Wasser fällt. Aber manchmal auch. Nee, du nicht, bitte nicht. Oh nein, Freunde. Also den wollte ich jetzt gar nicht. Jetzt ist er wieder von allein ins Wasser gefallen. Quick Release nennt man das. Professionelles, schnelles Releasen. Dass man den Fisch auch gar nicht anfasst. Sehr schön. Das ist natürlich nur bei Schonhaken möglich. So. Also ganz aktiv sind die größeren nicht so. Die kleineren steigen sofort fast ein, aber die größeren scheinen etwas wählerischer zu sein. Deswegen probieren wir es mal auch gleich mit einem anderen Spoon, eine andere Farbe. Aber allgemein kann ich euch sagen, in der Polbrille, Freunde, wie im Aquarium. Also ich kann jeden Fisch hier sehen. Jeden Grashalm. Ne, du nicht. Schon wieder ein kleiner. Wirklich viele, viele Fische hier. Viel Kleinfisch. Sehr viel Kleinfisch sogar. Und zwischendurch mal auch ein Döbel von 200, 300 bis 500 Gramm. Nicht so die Größe, aber wir sind heute nicht auf Trophäenjagd, sondern einfach nur, um Spaß zu haben, zu fischen. Den Tag nicht auf der Couch verbringen zu Hause. Schön das hitzige Wetter genießen. Heute werden es wieder über 30 Grad. Deswegen bin ich auch morgens angereist. So früh es ging natürlich, weil der Angelladen gerne ausschläft, so wie ich verstanden habe. Oh, 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 oh. Die Kleinen wieder. Genau, da. Oh, da ist eine schöne Barbe, Freunde. Eine richtig schöne Barbe. Ich weiß nicht, wie ihr das sehen könnt. Da zieht sie hin. Die ist hinterm Köder hergelaufen. Richtig fette Barbe. Die seht ihr wahrscheinlich nicht. Naja, hoffentlich beißt sie nicht zu. In dem Kraut habe ich nicht so viel Lust, das Viech zu drillen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall, der Laden macht erst spät auf. Also erst um 9, als ich am Wasser war, waren es schon 9:30. Ja, und deswegen ist man so ein bisschen gebunden an die Öffnungszeiten der Angelläden. Die Tageskarte kann man leider nur in einem Angelladen kaufen, also nicht online. Deswegen kann man leider nicht zu früh herkommen. Ja, ich würde jetzt natürlich schon um 5 Uhr morgens anfangen, also mit dem Aufgang der Sonne. Das wäre am besten, da ist noch nicht so heiß. Aber dafür müsste ich einen Tag früher kommen, sozusagen, die Karte kaufen, hier irgendwie übernachten, weil ich habe auch eine Fahrt von 70 Kilometer bis hierhin. Ja, deswegen mache ich jetzt einfach das Beste draus. Und ich wechsle jetzt mal den Spoon, weil auf Weiß kommen komischerweise nur die Kleinen und Nachläufer von großen Barben. Ja, Freunde, und die Fische haben mich jetzt natürlich auch schon gemerkt, wie ich es gemerkt habe. Da war der größere, Freunde, sofort geschnappt, aber ich habe zu stark und zu schnell angeschlagen. Mist, da war jetzt ungefähr 200, 300 Gramm schwer. Okay, weitermachen. Auf jeden Fall muss ich mich wieder gewöhnen an das Fischen an so kleinen Flüssen. Es ist nicht ganz einfach. Die Hände sind an die Teichanlagen gewöhnt und auch an den Rhein, wo ich jetzt öfter mal war, die letzten Tage. Leider ohne Video, muss ich zugeben, weil, naja, die Ausbeute war richtig, richtig mies. Ein Fisch, zwei Fische pro ganzen Tag angeln, deswegen waren jetzt keine Videos vom Rhein rausgekommen. Ich verspreche euch, ich mache es besser. Aber die letzten Tage am Rhein waren ziemlich langweilig, sage ich mal, und ziemlich anstrengend, überhaupt etwas zu fangen. War nicht einfach. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, fahre ich mal jetzt hier wieder mal an den kleinen Fluss und fange mal ein bisschen mit leichterem Tackle, mit Ultralight oder Light Tackle. Die Fische ein bisschen die Hände mal entspannen von den schweren Größen, Ködern von schweren Größen.
Routen. Ja, aber jetzt muss ich mich erstmal gewöhnen, weil werfen ist natürlich nicht so einfach. Unter die Büsche irgendwo, dass man nicht gleich hängen bleibt sozusagen. Und naja, dauert ein bisschen, bis ich mir jetzt gewohnt habe. Die Fische sind auf jeden Fall da. Die Fische sind in Beißlaune. Aber es ist nicht so einfach, bei dem vielen Kraut überhaupt eine richtige Präsentation zu machen. Ja, da kommt jetzt wieder einer angelaufen, aber irgendwas gefällt ihm nicht. Das war jetzt ein etwas größerer Döbel und ein paar Kollegen kommen dann auch mit, ein paar kleinere. Oh nein, 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 lass es, lass den Spoon einfach in Ruhe. Da ist der nächste, Freunde. Der nächste. Oh, wir haben uns um 2 cm verbessert, würde ich sagen. Ja, Freunde, das ist auch eine richtig geile Stelle, kann man nicht sagen. Aber wenn das Wasser passt, also wenn das Wasser höher ist, dass dieses Kraut sozusagen unter dem Wasser ist, weil hier lässt sich natürlich auch super fangen, auch jetzt. Bloß die Problematik ist, ich kriege die Fische, wenn ich da hinten hinwerfe, ans andere Ufer sozusagen, ich kriege die Fische nicht durch diese Krautdecke. Deswegen suchen wir jetzt mal weiter. Oh, ich sehe, da kommt gerade einer. Da kommt gerade einer angeschwommen. Und zwar kein kleiner, also so ein mittelgroßer, würde ich sagen. Oh ne, und da kommen sofort die Kleinen. Und wollen sich den Köder packen. Ja, auf jeden Fall. Suchen wir uns jetzt wieder mal die andere Stelle. Oh ja. Oh ja. Da ist der nächste, Freunde. Jetzt haben wir uns wieder um 2 cm verbessert. Ja, noch ein bisschen größer. Etwas größer als die Handfläche. Circa 18 cm Döbel auf den Lehmer in 1,6 Gramm. Also von dieser Größe gibt es zu Genüge in diesem Fließwasser. Ja, und lasst mich mal kurz erklären. Wann benutze ich den Lehmer mit seinem breiten Profil? Ja, der Lehmer ist jetzt hinten etwas breiter, wie ich schon mal in meinen Forellenvideos erklärt habe. Deswegen kann man ihn in so einer richtig mäßigen Strömung, so wie hier, es fließt ganz langsam, kann man den Lehmer wunderbar benutzen. Er bricht nicht aus, passt eigentlich sehr gut und er ist schön leicht. Also ich kann ihn fast an der Oberfläche präsentieren und über diesen Kraut fischen. Ich kann den Hindernissen ausweichen und er hat auch trotzdem ein richtig schönes lebhaftes Spiel, aber nur bei dieser gemäßigten Strömung. Wie ihr seht, es fließt ganz langsam. Ja? Und wenn ich jetzt an harter Strömung bin, etwas härterer Strömung, muss ich natürlich die Form des Spoons anpassen. Also einen Spoon nehmen, der jetzt ja, etwas schmäler ist einfach. Da ist der nächste. Und das ist wieder eine Verbesserung, Freunde, von 2 cm. Der ist jetzt ungefähr 20 cm lang. Richtig cool. Hübscher Döbel, also das geht hier richtig ab. Teilweise sogar besser als jetzt an Forellenteichen von der Frequenz her. Aber natürlich nur im Sommer. Geile Sache. Ja, Freunde, die nächste Stelle. Und es sieht hier auch schon auf jeden Fall vielversprechender aus. Wir haben weniger Kraut, wir haben Haufen Barben, die am Grund fressen. Also da steigen ständig Wolken auf vom Grund. Wir haben hier mäßiger Kraut. Natürlich wird es mit dem Ausdrillen nicht so schön klappen. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen auch gut sehen. Ja, Döbel waren gerade kurz da, aber als ich angefangen habe, die Kamera aufzustellen, sind sie natürlich auch ein bisschen abgehauen. Die kommen aber wieder. Also das Wasser beruhigt sich dann ein bisschen, hoffe ich. Und die kleinen bis mittelgroßen Döbel kommen dann wieder angerauscht. Das ist Normalität. Und ja, da kommt schon der nächste kleine und da kommt der größere. Und komm schon, schnappt ihr den Köder. Also wirklich, wenn man das Ganze beobachten kann, ist nicht so einfach zu fischen, weil man zieht natürlich viel zu früh raus und das schlägt zu früh an. Ja, Freunde, einfach Kontinenz bewahren. Probieren ruhig zu bleiben, bis der Fisch wirklich einsteigt. Nicht zuppeln, nicht rausziehen, irgendwie einfach normal weiterführen. Wenn ihr seht, dass der Fisch nachläuft,
einfach ganz normal weitermachen. Also nicht wie ich jetzt probieren, sofort anzuschlagen, sondern richtig, richtig ruhig bleiben. Ansonsten versemmelt ihr die Bisse. Ja, das ist noch die Gewohnheit, sofort anzuschlagen, die so ein bisschen gegenspielt. Einfach ruhig bleiben am besten, bis der Fisch richtig schön einsteigt. Den Rest macht die Rute und die Bremse der Rolle. Ja, da schwimmt auch ein richtig schöner Döbel. Also da ist er jetzt kurz hinterher gekommen. Wow, also die Bisse sind der Wahnsinn, Freunde. Der Wahnsinn einfach. Döbelbisse ist nicht zu beschreiben einfach. Richtiger Knall. Die knallen richtig rein. Jetzt hänge ich im Kraut, so. Oh nein, schon wieder. Schon wieder. Na sowas. Kleiner Kerl. Also Spoon läuft richtig gut, wie ihr seht. Sowas von gut einfach. Einer der besten Köder an so einem kleinen Fluss. Auf Döbel, Forellen, natürlich auf alles, was hier so lebt. Man muss natürlich aber schauen. Mit der Form, mit dem Gewicht, je nach Strömung sich anpassen. Farben natürlich auch, spielen eine große Rolle. Oh, da ist er. Da ist er. Jetzt hat er sich ins Kraut gesetzt. Und ab ist er. Ja. Ab ist er, aber das ist auch gut so. Dann muss ich ihn selbst nicht abhaken. Ja, wenn die Fische sich ins Kraut setzen, ist natürlich nicht so einfach. Oh nee, komm. Haufen Kleinfisch, Freunde. Haufen Kleinfisch. Das ist der Wahnsinn, wie viel Fisch hier lebt. Aber es sind überwiegend Döbel. Also weiße Räuber sozusagen. Ein Döbel ist sozusagen ein Allesfresser. Und er verschmäht natürlich auch keine Kunstköder. Das ist für ihn auch eine Möglichkeit zu fressen. Er frisst einfach alles. Und für uns ist das ein Riesenvorteil, dann können wir auch viel, viel Spaß haben beim Fischen. Das geht ab, Freunde, glaub nicht. Beim einmal Durchführen des Köders durchs Wasser kriegst du 10, 15 Schläge in die Rute. Und bei der Diablo spüre ich auch jeden Kontakt. Ach, das war der nächste, schon wieder rausgezogen, war wieder ein kleiner. Auf jeden Fall spürst du jeden Zupfer. Jeden Kontakt, und das ist so viel Adrenalin, die jetzt in mir drin ist, schon mittlerweile. Ich kann einfach nicht ruhig halten und schlag zu schnell an. Das ist richtig cooles Fischen, auf jeden Fall. Wow, jetzt hat er ihn gehabt. Ein etwas größerer Kandidat. Probieren wir nochmal anzuwerfen. Er hat einen kurzen Maul gehabt. Wow, 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 wow. Ruhig, 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 Kollege. Jetzt ist er wieder im Busch. Also das mit den Büschen ist natürlich schwierig. Jetzt war er wieder dran, hat sich aber wieder erfolgreich in den Busch abgesetzt. Gut für ihn. Gut für ihn. Hat er ihn doch gehabt, aber das ist wieder mal 15 cm, Freunde. 15 cm Döbel. Schön. Oh, es macht trotzdem Spaß natürlich. So, Freunde, die nächste Stelle sieht ziemlich vielversprechend aus. Ich weiß, ihr seht jetzt nicht viel, ich kann die Kamera halt nicht richtig gut aufstellen. Aber hier haben wir wenig Kraut, ein bisschen mehr Strömung. Und ich habe schon richtig gute Döbel schwimmen sehen und die fressen sogar an der Oberfläche. Deswegen mache ich jetzt die nächste Montage fertig. Und zwar die Cheburashka-Montage. Also Chebu-Montage mit einem Einzelhaken, gerade Einzelhaken, und macht da jetzt mal den Beauty drauf von MX Lures. Also eine große Larve auf jeden Fall, aber erfahrungsgemäß weiß ich, dass die Döbel auch natürlich auf diese größeren Larven stehen. Wir probieren das Ganze aus, wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, gehen wir auf eine etwas kleinere Larve drauf. Probieren es mal mit so einem kleinen Stückchen, weil im Vergleich, könnt ihr schauen, doppelt so kleiner. Aber wir probieren es jetzt auf jeden Fall und drücken die Daumen. Ja, Freunde, wie ihr seht, etwas mehr Strömung, weniger Kraut, etwas flacher. Nach hinten wird es immer tiefer. Hier sind ein paar richtig gute Döbel aufgestiegen
und wie fische ich mit der Chaburashka-Montage oder mit der Jig-Montage allgemein, mit Gummi an solchen Flüssen. Ich darf sozusagen den Köder nicht zum Boden lassen, weil sofort habe ich einen Hänger. Deswegen fische ich in der Wasserschicht oder nah an der Oberfläche. Ich lasse ihn abtreiben, spiele ihn so ein bisschen an, so ein bisschen wackeln, ein bisschen treiben lassen, aber immer probieren, dass der Köder sozusagen immer in der Wasserschicht bleibt oder an der Oberfläche bleibt. Bei den ganzen Steinen, bei dem Kraut, wenn ich ihn einmal zum Boden sinken lasse oder öfter mal zum Boden sinken lasse, passiert es nämlich sehr schnell, dass der Köder sofort hängen bleibt, der Haken sofort hängen bleibt, dann habe ich die unnötigen Abrisse. Also, wir schmeißen Strom hoch, sozusagen, und lassen den Langicht abtreiben, führen die Route sozusagen mit der Strömung, mit der Geschwindigkeit, das heißt ganz langsam führe ich den Köder mit und spiele so ein bisschen, leicht so reintwitschen, dass der Köder auch spielt. Man kann ihn natürlich auch nur abtreiben lassen, wenn ihr jetzt einen ganz, ganz leichten Kopf nimmt, dass der Köder sozusagen an der Oberfläche schwimmt, könnt ihr ihn auch einfach nur treiben lassen. Einfach treiben lassen, kontrolliert an gespannter Schnur, an der Stelle, wo ihr die Fische vermutet. Hier ist es natürlich überall möglich, dass jetzt einer beißt. Wir haben hier Haufen Löbel drin. Ich werfe auch locker auf die andere Seite, locker flockig sozusagen. Weil da vermute ich die Fische, weil es dort einfach etwas tiefer ist. Wir haben mehr Schatten auf der anderen Seite. Und wie gesagt, die Großen waren auf jeden Fall da. Aber ob sie unseren Köder haben möchten, ist jetzt wieder eine andere Frage. Bisher haben die Spoons super, super Ergebnisse gebracht. Mal sehen, ob sie auch Gummi mögen. Das ist auch eine richtig schöne Alternative zu Spoons fischen. Oder allgemein zu Spoons und Wobblern. Oder zu Spinnern. Man kann nämlich richtig schön auch mit Gummis fischen. Man muss nur die Größe anpassen. Ich probiere jetzt natürlich einen großen Fisch zu fangen, deswegen habe ich jetzt den großen Beauty dran gemacht. Oh, da war er, Freunde. Sofort nach dem Aufschlag auf die Wasseroberfläche hat er ihn probiert, zumindest. Aber es muss schon ein großer Fisch sein, der diesen Happen sozusagen nehmen kann. Weil der Beauty hat 55 mm, aber ist schon ein massiver Köder, ein grobiger Köder. Eigentlich habe ich ihn als Lachsköder gedacht, ja. Aber Döbel habe ich damit auch schon sehr gut gefangen. Aber so ab einem Kilo ungefähr. Weil natürlich haben sie dann die passende Maulgröße dafür. Für solche schönen großen Köder. Und das ist auch eine Möglichkeit, selektiver zu fischen. Wie ihr seht, jetzt kommen keine kleinen Döbel mehr dran. Die probieren zwar den Köder immer wieder zu schnappen, dran zu knabbern, aber ich habe keine Fänge von diesen kleinen Döbeln, die ich eigentlich nicht brauche. Es macht zwar Spaß, aber ein richtig großer, schöner Fisch wird jetzt natürlich besser. Ja, man sieht auch, die schwimmen schön hinterher, die kleinen, aber die schaffen es einfach nicht, den Köder zu packen. Ein ganzer Schwarm. 20 Stück. Ja, und ein größerer Döbel hätte mit so einer Größe von dem Beauty gar kein Problem. Ein kurzes Schnappen und der Köder wäre sofort im großen Maul vom Döbel drin. Aber anscheinend haben die Großen Appetit vielleicht auf etwas anderes. Oder auf eine kleinere Größe. Kann auch sein. Je nach Verhalten muss man natürlich auch die Ködergrößen anpassen. Wir probieren es mal eine Weile mit Gummis. Ah ja, wenn es nicht funktioniert, gehen wir wieder auf Spoons und vielleicht auf Wobbler. Auch eine weitere Art Köder, mit der man wunderbar an solchen kleinen Flüssen Döbel und andere Fische fangen kann. So, Freunde, die nächste Stelle. Die andere Stelle hat jetzt nicht viel gebracht. Da waren überwiegend nur kleine Fische unterwegs. Ich habe es jetzt mit dem Gummi probiert. Ich probiere jetzt hier mal ein bisschen weiter mit dem Gummi zu fischen. Und dann steigen wir wieder um auf Spoons. Spoons haben heute einfach mehr geliefert, sagen wir mal so. Gummi hatte ich ein paar Anfasser, aber meistens nur von den kleinen Fischen. Hier ist jetzt wieder noch mehr Strömung. Und ich sag mal so, im Sommer ist es natürlich immer vorteilhaft,
solche Plätzchen mit viel Strömung. Da ist natürlich Sauerstoff, das Wasser ist etwas kälter. Obwohl der Döbel jetzt an sich natürlich ein warmwasserliebender Fisch ist, ja, er mag dieses warme, hitzige. Deswegen macht es nicht viel aus, aber ich habe schon so eine Tendenz herausgestellt, dass wenn jetzt so eine Hitze ist, sucht sich fast jeder Fisch mehr Strömung einfach, ja, ein bisschen mehr Sauerstoff. Da fühlt er sich einfach wohler, wenn das Wasser etwas mehr fließender ist und auch viel mehr Sauerstoff drin ist. Anstatt dieses stehende, sauerstoffarme Wasser. Ja, das fühlt sich doch noch einen besseren jetzt an. Kommt auch mir entgegen. Jawohl, Freunde, das ist jetzt so ein 150-200 Gramm Döbel. Schön sehen sie auf jeden Fall aus. Also richtig hübsche. Auf den Gummi. So schaut er aus. Zeige ich Ihnen mal. So schaut er aus. Richtig hübscher auf diese kleine Larve, auf die neuen Haken von uns, 0,8 Gramm schwer, Einzelhaken mit Bärtchen. Ja, sehen sie aus, die jetzt etwas nach oben gebogen sind, die Haken. Die sind nämlich fürs Fischen am Grund gedacht, die Spitze ist etwas hoch gebogen. Und ja, dieser kleine Kerl von 25 cm hat sich den schmecken lassen. Super! Das ist jetzt der größte bis heute. Hoffen wir auf das Beste. Schnell ein Foto getätigt. Und jetzt machen wir mal weiter. Auf jeden Fall ist die Strömung hier schon um einiges härter. Es treibt auch ganz schön. Der Köder wird auch schnell weggeschwemmt. Aber wie ihr seht, es klappt trotzdem. Einfach mit fließen lassen, sozusagen mit der Strömung laufen lassen, den Köder ab und zu mal anzupfen und dann klappt es schon. Die Döbel sind auf jeden Fall da, gut vertreten, nur müssen die jetzt etwas größer werden, damit es richtig Spaß macht. An dem leichten Geschirr, oh, da war der nächste, auf jeden Fall kommt die Azura Diablo bis 7 Gramm. Mit diesen Portionsdöbel nenne ich die, wie bei den Forellen, sehr gut klar. Im Frühjahr habe ich damit auch sehr gut Bachforellen gefischt, bis ca. 800 Gramm. Aber die Diablo kann natürlich auch richtig große Fische. Jetzt warten wir nur auf den Biss von so einem. Also hier sind auch locker 3-4 Kilo Döbel drin in diesem Flüsschen, habe ich auch schon früher gefangen. Ja, die Problematik ist aber, sie werden halt gern verzehrt. Wobei der Döbel natürlich jetzt nicht der beste Speisefisch ist, in meinen Augen. Aber es gibt halt Kollegen, die verzehren einfach alles, was in so einem Fluss lebt. Und deswegen, die letzten so, 3-4 Jahre, fängt man immer seltener so richtig große Döbel. Oh, da war jetzt aber... Der hat sich den Köder geschnappt, aber nicht gehakt. Ja, bei der Strömung ist es natürlich auch für ihn schwierig, den Köder richtig zu packen. Aber er hat sich schon mal nicht gepikst am Haken, deswegen haben wir noch eine Chance, den nochmal zu erwischen. Wie ihr seht, ist hier so eine schöne Strömung. Die wird ab und zu mal gebrochen von der Uferstruktur. Ja, vom Ufer ragen so ein bisschen die Steine, die Büsche rein. Und dadurch wird die Strömung gebrochen. Und in diesen etwas ruhigeren Bereichen steht der Döbel und auch andere Fische sehr gern. Deswegen, seht ihr, da sind auch welche da. Und deswegen lasse ich den Köder sozusagen hereintreiben mit der Strömung. Auch hier solche Bäume, die unterspült sind, ist natürlich top. Eine Top-Stelle, wow, da war der nächste schon wieder, oh Mensch. Also der packt den Köder richtig hart, aber komischerweise verschluckt er nicht so gut. Jetzt
Locke ich im Busch. Wieder raus. Also die Bisse sind knallhart bei den Wirbeln. Das macht auch richtig Spaß, auf die zu fischen, weil die reinhauen. Also wie ein Rapfen oder ein Zander beim Biss. Richtiger Schlag ist das, der reinkommt. Ja, aber hacken sich nicht immer so gut. Ne? Wie ihr merkt, jetzt habe ich hier schon 3 Bisse gehabt, aber keiner hat sich so richtig reingehackt. Und ist wieder abgehauen. Macht nichts. Wir probieren es natürlich weiter. Oh, da war der nächste. Aber ich denke, das sind kleine. Das war jetzt so ein Knabberbiss von einem kleinen. So wie beim Barschangeln. Er zuppelt nur am Köder. So richtig wild. Versucht ihn zu schütteln. Und so ein großer Dübel, dann kriegt ihr es schon mit. Also das ist so ein Schlag. So auf die Art, gibt die Rute her. Ja, Freunde. Und wie ihr gut beobachten könnt, 0,8 bis 7 Gramm Diablo. Ich habe jetzt hier eine 0,5 BE Schnur drauf, einfach für die Sicherheit, weil hier auch mal richtig fette Döbel unterwegs sind und auch eine Barbe mal einsteigen kann von 3-4 Kilo. Deswegen etwas dickere Schnur, 0,5 BE, 0,20er Vorfach, Monofil, ca. 80 cm, ein kleiner Snap, Größe 0, einfach damit ich schneller die Köder wechseln kann. Und wie ihr seht, ich werfe ganz entspannt, locker flockig aus der Hüfte auf die andere Seite. Also wenn ich wollte, könnte ich das Ganze natürlich richtig schön ans andere Ufer werfen. Aber ihr könnt mit der Diablo richtig schön kontrolliert fischen. Also richtig kontrolliert die Köder anbieten, da wo sie hin sollen. Ganz leicht. Und auch weite Würfe mit leichten Ködern sind super möglich. Jawohl, Freunde, das war jetzt eine Sekunde, nachdem der Köder auf die Wasseroberfläche traf. Und da ist er. Gleiche Größe, circa. Richtig, richtig hübscher wieder. Ja, ein bisschen kleiner. Wie ihr seht, die haben gar kein Problem mit diesen größeren Larven von circa 3 cm. Und da ist er. Der Verbrecher. Richtig schön. Kaum war der Köder auf die Wasseroberfläche geklatscht, sofort hing er. Richtig schöner Fisch. Coole Sache. Ja, da war er schon wieder. Aber ein kleiner. Ja, die beißen ziemlich nah an der Oberfläche. Sobald der Köder drin ist, aufklatscht. Kommt schon der nächste Biss. Typischer Döbel. Die fressen auch gerne Oberflächenköder, also Topwater, kleine Popper, Stickbaits, Walker, irgendwelche Kreaturen, die an der Oberfläche schwimmen. Also solche Arten von Ködern kann man natürlich auch benutzen. So, kann man natürlich nicht alles an so einem Tag fischen. Deswegen beschränken wir uns jetzt mal auf die Spoons, Gummis. Wobbler habe ich natürlich auch dabei, aber irgendwas muss man machen und man kann nicht alles auf einmal machen, leider. Ja, Freunde, das ist jetzt natürlich eine schöne Stufe hier. Hoffen wir, dass hier auch Fische unterwegs sind. Also da ist jetzt auch so ein leichter, ruhiger Bereich da hinten. Da haben wir etwas härtere Strömung. Oh ja, da war jetzt einer. Ganz cool, beim ersten Wurf, ey. Der hat mich jetzt richtig schockiert. Ich hoffe, ihr könnt mich auch gut hören. Ah ja. Der Spoon macht wieder seine Arbeit, Freunde. Mikrodöbel. Aber der erste Fisch beim ersten Wurf, schon mal nicht schlecht. Sie sind auf jeden Fall auch da, und zwar in der harten Strömung. Nur muss die Größe jetzt noch stimmen. Schauen wir mal. Ja, es ist recht flach hier. Hier gibt es einen richtig schönen Gumpen, wenn ihr das seht. Da ist ein richtig großer Stein. Und hinter diesem Stein ist ein Loch, ein ausgespültes Loch. Und da optimalerweise müsste jetzt unser Köder durchlaufen. Da merkt man auch, dass die Strömung dort ein bisschen mehr steht und nicht so stark ist. Meistens halten sie sich da auch auf.
diesen Bereich. Hinten dran, am anderen Ufer, seht ihr auch schön einen ruhigen Bereich. Also wenn wir da schaffen reinzuwerfen, müsste eigentlich auch was kommen. Jetzt müssen wir nur noch mit den Farben ein bisschen spielen. Ob, da war der nächste. Da war der nächste. Ja, Freunde. Das ist jetzt ein bisschen größer. Wirklich nur ein paar Zentimeter größer. Ja, die Frequenz ist schön. Kann man nicht sagen, aber die Größe ist es, die mir jetzt noch Sorgen macht. Irgendwo muss ein richtig schön dicker Döbel hocken. Da bin ich mir sicher. Ja, ich fische jetzt auch mit einem 2,2 Gramm Spoon. Das ist das Sense von Crazy Fish. Für diesen Bereich ist er wahrscheinlich etwas zu leicht, deswegen wechseln wir jetzt mal auf einen etwas schwereren, 2,5. Und schauen wir mal, ob das etwas besser sein wird, weil der 2,2 in dieser harten Strömung ist etwas zu leicht. Ich fische die gerne, wenn ich jetzt ganz nah an der Oberfläche fischen muss. Wir probieren den mal jetzt etwas tiefer laufen zu lassen, den 2,5er. Und hoffe auf einen größeren Fisch einfach. Ja, der Sense, wie gesagt, 2,2. Jetzt probieren wir mal den Soar in so einem rötlich rosa goldenen Dekor, 2,5 Gramm. Ob das was bringt. Er hält einfach besser die Strömung. Ja klar, jetzt haben sich die Schwäne da natürlich auch schön reingestellt, wo ich hinwerfen wollte. Danke Jungs, danke. Ihr versaut mir jetzt nicht die Stelle gerade, aber alles cool. So ist es halt in der Natur. Man ist da eigentlich nie allein. Auf jeden Fall, wenn hier Forellen drin wären, wäre das ein Top-Platz für Forellen. Aber die Forellen werden recht zügig im Frühjahr herausgefischt. Und dann bleibt fürs ganze Jahr nichts mehr übrig, leider. Also so ist das hier an dieser Strecke. Vereinzelte Bachforellen. Eine, zwei im Jahr fängt ihr dann nur noch nach dem Frühjahrbesatz. Klar, während des Frühjahrbesatzes, eine, zwei Wochen, läuft es sehr gut mit den Bachforellen. Aber in diesen ein, zwei Wochen werden hier an der Strecke die Fische einfach rausgeklatscht. Eimerweise. Vor allem von den Vereinsmitgliedern, die hier ein bisschen bessere Konditionen haben, was die Entnahmen angeht. Deswegen braucht man im Sommer eigentlich nicht mehr auf Forellen zu hoffen hier. Meistens kurz nach dem Besatz. April, März, in dieser Zeit. Ja. Und der nächste kleine, Freunde. Mikrodöbel. Also wirklich, wirklich klein. Aber schön sind sie auf jeden Fall. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Probieren wir es mal oberhalb der Staustufe, was da geht, und sonst werden wir uns auf dem Rückweg machen. Unten nach unten ist noch viel, viel Platz. Stromabwärts, da gibt es auch noch mehr schöne Stellen. Freunde, ich konnte es einfach nicht lassen, noch mal ein paar Mal auszuwerfen mit dem Gummi hier an der Stelle, und da ist er. Ein etwas größerer wieder, 150 Gramm circa. Döbel. Was richtig schön ist, Freunde. Da ist er. So ein Kerlchen. 150 Gramm. Wieder auf die Larve. Auf die orange-schwarze. Auf dem leichten Jigkopf. Jetzt befreien wir den mal. Den hübschen. So sieht er aus. Hübsch. Auf jeden Fall sehr hübsch. Aber ein bisschen zu klein. Top Sache. Was für ein Biss das war. Ihr hättet es lieber sehen sollen, aber die Kamera war noch aus. Ja, Freund, jawohl. Wieder der nächste. Mit Live-Biss. Jetzt müssen wir nur noch durch die Strömung kriegen. Scheint ein bisschen besser zu sein. Ein bisschen, ja. Oh, das könnte unser Kilofisch sein.
diesmal. Ich muss jetzt den Kescher nachlaufen. Ja, das wird wohl der größte heute sein. Ja, Kilo hat er nicht. 300 Gramm vielleicht. Aber ein schöner Fisch. Richtig schöner Fisch, Freunde. Richtig cool mit Live-Biss gefilmt. Geile Sache. Ja, das ist wohl der größte für heute. 350 Gramm vielleicht maximal, vielleicht etwas drunter. Cool ist das auf jeden Fall. Ich zeige euch einmal. Komm mal her, Freundchen. So schaut er aus. Ja, der ist schon um die 30 cm lang. Klein, aber der größte für heute. Auf die kleine Larve, auf den leichten Jigkopf von 0,8 Gramm. Kaum ist das Ding in Wasser gewesen, hat er ihn geschnappt. Habt ihr ja selber gesehen. Geiler Fisch. Für heute ist das der größte und der geilste Fisch. Vorerst mal. Und der nächste, Freunde. Ja. Wieder so um die 300 Gramm, Freunde. Schöner. Ja. Zack. Wieder auf den Gummi. Der Gummi ist schon fast tot. Total zerstört. Aber das macht nichts. Solange er schwimmt und auf den Haken hält, beißen solche Burschen da drauf. Richtig schöner. Wieder 300 Gramm Dübel. Die werden langsam größer, finde ich. Ja, Freunde, der erste Wurf. Und gleich ein dicker. Ein richtig guter Dübel. Jetzt will ich hoffen, dass ich ihn rausbekomme. Er probiert es natürlich jetzt, in die Büsche zu kommen. Jetzt muss er außenrum, nicht. Ins Kraut, nicht ins Kraut. Freunde, das ist Kilo plus. Auf jeden Fall. Circa ein Kilo plus. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Der Kescher ist lang genug. Na komm schon. Na komm schon, Freund. Ich weiß. Da ist kein Bock, aber wir machen das schon. Freunde, ich hab ihn. Ich hab den Kilo plus Dübel. Endlich, circa 45 cm, so ein Kavenzmann, so ein richtig schöner Döbel. Puh. Ich mal zeigen, richtig schöner Döbel, richtig schöner, ein Kilo plus auf jeden Fall, Kilo 200 Gramm circa, beim ersten Wurf, Freunde, beim ersten Wurf. Nicht umsonst habe ich mich hier reingequält in diesen Busch hier. Haufen Brennesseln, Stachelsträuche, aber ich habe es nicht bereut. Richtig geiler Fisch. Machen wir jetzt mal schnell schöne Fotos von dem richtig guten Fisch. Der größte heute, Freunde. Geile Sache. Ja, Freunde, es hat doch geklappt mit dem großen Dübel. Es ist kein Ausnahmefisch für dieses Gewässer. Ich habe schon mal größere gefangen. Aber Freunde, wenn man mehrere Stunden unterwegs ist und nur solche 30, 25 cm große Döbel fängt, dann ist so ein Überkilo Döbel auf jeden Fall ein Highlight des Tages. Oh, er hat richtig geil reingeballert. Ich dachte schon, das wäre so ein 2 Kilo, 3 Kilo Fisch. Aber der war auch schon mal geil, auf jeden Fall. Mir zittern immer noch die Hände. Adrenalin ist auf jeden Fall aufgefüllt. Ja, und ich habe ihn wieder auf diesen kleinen Gummi gefangen. Also, wie man so schön sagt, never change the winning team. Ja, niemals das Gewinnerteam tauschen. Kleiner Gummi, 30 cm orange mit schwarz, 0,8 Gramm Köpfchen. Unsere neuen Jig-Haken fürs Forellenfischen. Die nach oben gebogen sind ein bisschen hier. Und ohne den Westerkescher hätte ich das Ganze eigentlich nicht geschafft heute. Das ist der Azura Vesta, 3 Meter langer Light Game Kescher für Street Fishing, auch für solche
tiefen Ufer, hohen Ufer sozusagen. Also ohne den Kescher hätte es heute nicht funktioniert. Der Fisch wäre wahrscheinlich abgerissen oder abgegangen. Ja, ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich diesen schönen Kescher mitgenommen habe. Ultra leichtes Teil, also man kann ihn richtig gut bedienen. Vorher habe ich mit einem Wattkescher gefischt an solchen Gewässern, aber wie ihr seht, ich habe hier circa ein halbes Meter noch runter bis zum Wasser und ja, hätte es sonst nicht geklappt mit dem schönen Dübel. So Freunde, es bleibt nicht mehr viel Zeit, deswegen werde ich die nächsten paar Mal hier noch probieren an der Stelle. Ein paar Versuche noch ein Dübel zu fangen. Ja, und dann mache ich schon Schluss für heute. Es ist nämlich brühend heiß, richtig, richtig heiß und es wird noch heißer. Ja, die Stellen, wo jetzt etwas ruhiger geflossen ist, also wo das ganze Wasser auch breiter war, also der Fluss ist breiter gewesen, da waren nur kleine Fische. Also richtig Mikrodöbel, groß habe ich jetzt nicht gesehen. Alles ziemlich langweilig, würde ich sagen. Das Wasser steht, wenig Action. Ich könnte jetzt natürlich diese handgroßen Döbel dort fangen mit einem Spoon. Ja, macht aber keinen Spaß, würde ich sagen. Ne? Deswegen bin ich jetzt noch mal hier an die Strömung gekehrt. Hier hat man immer bei solcher Hitze etwas mehr Chancen, sage ich mal, auf große Fische auch. Nicht nur dieses kleine Zeug, was wir heute gefangen haben, überwiegend. Deswegen bleibe ich jetzt mal noch eine halbe Stunde, probiere verschiedene Köder aus und vielleicht lässt sich mal einer noch überreden. Schauen wir mal. Wow, 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 das war jetzt einer. Das war ein richtig schöner Biss. Richtig an der Oberfläche sogar. Aber er hat sich nicht gehackt. Komisch. Gut, aber der hat sich auch nicht wehgetan. Deswegen könnte sein, dass er jetzt vielleicht nochmal beißt. Richtig von der Oberfläche geschlürft, wie es sein sollte. Aber hat sich nicht gehackt. Jawohl. Jawohl, Freunde. Ah, wieder ein kleiner. Aber zumindest ein Fisch. Bei der Hitze. Richtig coole Sache. Da kommt ja der nächste. 18 cm großer Döbel. So sieht er aus. Richtig hübscher wieder auf die Puppe. Das zeige ich ihn mal ein bisschen näher. So schaut er aus. Jetzt bleibt nochmal. Zeig dich mal. Genau. So sieht er aus. Richtig wilder kleiner Döbel. Am leichten Tackle, am ultraleichten Tackle, richtig geile Sache. Muss nicht immer groß sein. Die Diabolo kann das bis 7 Gramm. Hier ist der Köder. Eine kleine Puppe auf einen 0,8 Gramm Kopf, wie ich die ganze Zeit schon fische. Ein richtig hübscher Fisch. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum eigentlich keine Spoons? Würde auch gehen, Freunde. Bloß hätte ich dann mehr kleine Fische, also noch kleiner als die. Und erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass zur Mittagszeit, wenn die Sonne am weitesten oben ist, diese passiveren Köder besser funktionieren. Also auf jeden Fall Gummis oder halt ganz, ganz langsam präsentierte Spoons. Geht aber jetzt an der Stelle nicht so gut, weil das Wasser ziemlich hart fließt. Man könnte auch Wobbler probieren. Die Wobbler müsste man aber eigentlich durchtwitschen. Also ein wildes Twitchen, chaotisches Twitchen, damit sie nicht hängen bleiben am Boden. Weil sobald ich hier in der Strömung einen Wobbler monoton einkurbeln würde, wird er sofort abtauchen und richtig schön in die Steine gehen. So ein Silikonköder gestaltet sich an dieser Strömung eigentlich fast optimal zu dieser Zeit, zu dieser eher passiveren Zeit in der Mittagshitze. Wie ihr merkt, es funktioniert, bloß sind die Fische etwas klein unterwegs. Oh, da war der nächste, der nächste kleine Döbel. Ja, die Fische sind noch relativ klein.
Und ja, aber es beißt zumindest was. Würde ich jetzt einen Spoon dran machen, hätte ich Haufen Mikrodöbel dran. Einfach diese handgroßen, handlangen Fische, auf die ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust habe. Wenn man jetzt natürlich Frequenz fischen möchte und einfach viel fangen möchte, kann man natürlich auch diese Fische fangen. Macht auch richtig Bock. Oh, da ist der nächste. Wieder an der Oberfläche. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Richtig an der Oberfläche geschnappt. Ja, der ist jetzt ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Ungefähr gleich groß. Dann können wir auch mit der Handlandung landen. So sieht er aus, Freunde. Richtig hübscher kleiner Döbel wieder. Ungefähr gleiche Größe. Wieder auf die Puppe. Also die Frequenz ist so ein bisschen besser als am Forellenteich, würde ich sagen. Und das ist ein wildes Gewässer. Richtig schöner Döbel auf die Puppe. Geile Sache, Freunde. Richtig geile Sache. Ja, Freunde. Trotz des guten Beißverhaltens für heute würde ich mich trotzdem verabschieden. Schöner Tag an der Kocher in Baden-Württemberg. Richtig cooler Fluss. Heute leider ohne diese riesengroßen Döbel von 2, 3, 4 Kilo. Aber zumindest ein über Kilo haben wir gefangen. Richtig schöner Fisch. Ich circa 45 cm würde ich sagen. Für diese Hitze über 30 Grad mittags schätze ich dieses Angeln trotzdem sehr. Also es war ein richtig geiler Tag. Viele kleine Fische. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ein richtig frequentiertes Fischen. Wie ihr seht, es funktioniert mit Spoons, Gummis. Wobbler habe ich heute total außer Acht gelassen, weil alles andere hat auch funktioniert. Die Wasserstände sind für Wobbler auch so lala, würde ich sagen. Nicht so passend optimal. Gucken wir mal vielleicht das nächste Mal, wenn die Wasserstände steigen. Vielleicht gibt es ein bisschen Regen. Können wir das Ganze auch mit Wobblern probieren. Richtig geiler Tag, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Ausrüstung, die ich benutzt habe, habe ich benannt. Nochmal schnell. Die Azura Diablo 0,8 bis 7 Gramm, eine 2500er Rolle. 0,5 PE Schnur, 0,20er Fluorocarbon Vorfach, einen Snap von Größe 0. Die Spoons von Crazy Fish haben heute gut funktioniert. Der Lema, der Soar und der Sense. Je nachdem, wie viel Gewicht ihr gebraucht habt, wie das Wasser geflossen ist, also bei starker Strömung schmale Spoons, schwerere Spoons, bei leichter Strömung breitere und leichte Spoons auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, subscribed, also abonniert diesen Kanal, schreibt mir auch gerne Kommentare, wie ihr das Döbelfischen an kleinen Flüssen findet und ich freue mich natürlich darauf, euer Feedback zu bekommen. Drückt das kleine Glöckchen, um Benachrichtigung zu bekommen, wenn ein neues Video rauskommt. Ich verabschiede mich, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder am Wasser.